Hallo, schön, dass ihr mit dabei seid. Mein Name ist Daniela Wallstein. Ich arbeite als Bewusstseinstrainerin und Coach hier im Chino-Zentrum für Bewusstseinsentwicklung. In diesem Interviewformat Bewusstsein lade ich mir unterschiedliche Gäste ein, um das Thema einmal näher zu beleuchten. Wenn euch das interessiert, abonniert gerne den Kanal Chino-Zentrum gleich unter diesem Video, drückt den roten Button und auch die Glocke, damit ihr beim nächsten Mal informiert seid. Mit meinem heutigen Interviewgast Stefanie Arendt möchte ich auch zu diesem Thema sprechen. Und wenn euch das interessiert, bleibt dran und lasst euch jetzt mitnehmen. Hallo, herzlich willkommen, liebe Stefanie, zum heutigen Interview mit dem Thema Bewusstsein. Hallo, liebe Daniela, vielen Dank für deine Einladung. Herzlich gern, ich freue mich, dass du mit dabei bist. Stefanie, für die Zuschauer, die dich noch nicht kennen, stell dich bitte kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Womit beschäftigst du dich? Ja, wer bin ich, ist eine große Frage, aber ich erzähle gerne, was ich mache, womit ich mich beschäftige. Und ja, mein Herzensthema ist Yoga und das mache ich schon seit ganz, ganz vielen Jahren, war in vielen Yoga-Richtungen unterwegs und habe immer noch weitergesucht, weil es noch nicht so ganz schlüssig war. Der Kreis hatte sich noch nicht geschlossen und so bin ich irgendwann beim Yin-Yoga gelandet und da hat mein Herz mir ganz stark signalisiert, ja, das ist es, bleib hier, mach hier weiter. Und so hat sich das Ganze weiterentwickelt zu einem ganzheitlichen Denken auch. Also ich habe auch Ernährungsberatung dann gemacht und viele weitere Themen, die einfach grundlegend sind für unsere Gesundheit. Und ja, das ist so das, was ich den ganzen Tag mache. Also ich bin Yin-Yoga-Ausbilderin, bin Autorin, mache Ernährungsberatungen, gebe Coachings und ja, das ist das, wo mein Herzensweg mich hingeführt hat. Dann möchte ich dich gleich mal fragen, wie bist du denn da hingekommen in diese Richtung? Wolltest du, ich meine, als Kind, wolltest du schon immer sowas machen oder wie hat sich dieser Weg ergeben für dich? Eigentlich gar nicht. Also ich war im Kampfsport unterwegs, war früher ein ganz extrem aktiver Mensch, auch beim Sport und wollte das auch immer weitermachen. Ich war sehr leistungsorientiert und habe viel zu viel rückblickend gesehen, auch praktiziert und habe somit meinen Körper eigentlich ruiniert. Ich habe ihm viel zu viel abverlangt, bis irgendwann nichts mehr ging. Ja, dann hatte ich 3 Knie-OPs, ich wurde chronische Rückenschmerzpatientin. Und bin dann so zum Yoga gekommen, wobei ich nicht wirklich eine Vorstellung davon hatte, was das sein soll. Also meine Mutter hat mich da eher hingedrängt, die hat das schon vor mir gemacht. Die hat immer gesagt, mach das doch mal, das ist was für dich. Und ich dachte immer so, oh nee, das ist, glaube ich, gar nicht meins. Aber nach der ersten Stunde wusste ich dann schon, oh doch, sie wusste das viel besser als ich. Und dann bin ich da sehr schnell tiefer eingetaucht. Und meine Knieschmerzen sind auch besser geworden durch die Yoga-Praxis, aber meine Rückenschmerzen nicht. Die sind mir noch viele Jahre erhalten geblieben. Und ich habe dann auch so gedacht, das kann nicht sein, du hast dein ganzes Leben lang Sport gemacht und warum bist du jetzt schon körperlich so am Ende? Und habe dann immer weiter auch die Anatomie erforscht, das wurde dann auch eins meiner Herzensthemen. Und so bin ich dann über die Anatomie auf meinen wichtigsten Lehrer im Yoga-Bereich getroffen, das ist Paul Grilley, ein Amerikaner, und der macht eben auch Yin-Yoga. Und dann habe ich die Ausbildung bei ihm gemacht und durch Yin-Yoga habe ich endlich den Schlüssel gefunden, meine Rückenschmerzen aufzulösen. Also das war das fehlende Puzzlestück für mich, was zu meinem Yang-orientierten Lebensstil einfach gefehlt hat. Und ja, das hat mir ganz klar gezeigt, okay, das ist jetzt der richtige Weg. Das war eigentlich nur ein Signal des Körpers, dass er sagen wollte, such weiter, also das ist es noch nicht für dich. Ja, bevor wir zum Thema kommen und direkt einsteigen, würde ich dich gerne fragen, das stelle ich, also die Frage stelle ich meinen Interviewgästen immer, was bedeutet für dich Bewusstsein? Bewusstsein bedeutet für mich einen Zustand der Wahrnehmung, der sich immer weiterentwickeln darf. Also wenn ich jetzt mal überlege, ein kleines Kind sieht sich im Spiegel und weiß noch nicht, dass es das selber ist. Also ich weiß jetzt nicht genau, wann es das entwickelt. Ich glaube, mit einem Jahr oder 14 Monaten, dass es auch erkennt, wenn ich mich bewege und das Spiegelbild bewegt sich mit, das bin ich. Ja, da fängt es langsam an, dass sich das Bewusstsein auch formt. Und das
entwickelt sich ja über die Jahre immer weiter, dass wir da immer mehr wahrnehmen können, immer bewusster werden. Ich glaube, das hängt auch zusammen mit unseren Chakras, inwieweit die entwickelt sind. Und das ist kein Prozess, der irgendwann aufhört, sondern der darf sich immer weiterentwickeln. Das ist so meine Vorstellung von Bewusstsein. Ja, wir sprechen ja heute in diesem Interviewformat über dieses Thema, über die Bewusstseinsentwicklung. Und aus diesem Grund habe ich dich auch gern eingeladen, um einmal diesen körperlichen Aspekt, also Körper, Geist und Seele, miteinander zu kombinieren und zu verknüpfen. Stefanie, wie würdest du denn das jetzt beschreiben? Wo siehst du die Zusammenhänge? Also so wie du es gesagt hast, zum Anfang dachtest du ja auch, naja, das ist nicht so. Und dann doch, oh, könnte doch was für mich sein. Und sogar eigene Erfolgserlebnisse. Also wie ist denn der Zusammenhang vom vielleicht auch allgemeinen Yoga und speziell Yin-Yoga zu Körper, Geist und Seele? Na, das hängt immer alles zusammen. Also wenn wir nur auf einer Ebene denken würden, dann wäre es einfach nicht ganz. Der Körper beeinflusst den Geist, der Geist beeinflusst die Seele. Also wenn ich dann zum Beispiel Yoga praktiziere, das ist jetzt erstmal körperorientiert, und dann merke ich aber auch, wie darüber sich mein Geist verändern kann, wie zum Beispiel meine Gedanken sortierter werden, wie ich Eigenschaften vielleicht verändere. Vielleicht war ich sonst ein Mensch, der sich schneller provozieren lassen, und auf einmal reagiere ich da gar nicht mehr so drauf. Und ich kann mehr nach innen schauen und dadurch auch wieder mehr Kontakt zu meiner Seele bekommen. Also ich denke mal, je lauter es im Außen ist und an der Oberfläche, desto schlechter kann ich natürlich auch nach innen schauen, desto schwieriger macht mir das den Blick nach innen. Und wenn ich das alles zur Ruhe bringen kann, mich da mit mir selbst verbinden kann, dann kann ich zu allen drei Ebenen Zugriff bekommen. Ja. Und jetzt würde ich gerne die Brücke dazu schlagen. Du hast ja erwähnt, dass du leistungsorientiert selbst warst. Das heißt, da gab es sicherlich in deinem Leben noch nicht diesen Geist- und Seelenaspekt, sondern einfach tun, machen, im Außen sein. Wie ist denn diese Bewusstseinsentwicklung vorangeschritten? Oder wann hast du bemerkt, Mensch, das gehört alles zusammen? Oder dir wird was klar und bewusst und deutlich, wie diese Zusammenhänge sind? Gab es da Erfahrungen, Erlebnisse oder wie ist das passiert? Ja, das ging auch wieder über den Körper. Also man sagt ja auch, der Körper ist das Instrument der Seele. Also wenn die Seele mit uns kommunizieren möchte und wir hören nicht, dass wir dann häufig auch eine Krankheit bekommen, damit wir zur Ruhe kommen und wieder der Seele lauschen. Und bei mir war es ähnlich. Ich habe exzessiv praktiziert und habe meine Schmerzen auch bemerkt im Körper, aber ich habe es immer weggedrückt. Ja, ich habe dann gedacht, nee, der nächste Wettkampf steht an und ich kann mich jetzt nicht ausruhen. Und irgendwann war es halt vorbei, ja, dass die Schmerzen so stark waren, dass ich nicht mehr weiter praktizieren konnte. Und so ging es mir beim Yoga auch. Also das hat mich körperlich wieder an ein Limit geschickt, weil ich so viel unterrichtet habe, auch in meinem eigenen Studio, dass ich dann einen Bandscheibenvorfall hatte und wurde wieder in die Auszeit gezwungen. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, was ist jetzt hier der Sinn dahinter? Warum bist du körperlich so am Ende, obwohl du noch so jung bist? Und dann habe ich alles mal außen vor gelassen, alles, was ich so gelernt habe in der Vergangenheit, von meinen Trainern, von meinen Lehrern, von den Ärzten, meinem ganzen Umfeld. Und habe gesagt, nee, das bleibt jetzt mal alles außen vor und ich schaue mal nach innen. Was ist denn hier eigentlich meine Nachricht hinter diesen körperlichen Symptomen? Und so hat sich das dann mehr und mehr entwickelt. Also es kam definitiv über den Körper, der mich zur Ruhe gezwungen hat. Okay. Du bist ja jetzt auch Autorin. Ich weiß nicht, ob man sich sowas vornehmen kann. Na gut, vielleicht manche sagen, ich möchte unbedingt mal ein Buch schreiben. Ist das auch einfach so gekommen in deiner Praxis? Du hast 7 Bücher geschrieben, ich glaube auch sogar ein Bestseller, jetzt auch in den USA auf Englisch. Also wie ging das dann weiter? Du hast gesagt, ich spüre das, mein Körper zwingt mich zur Ruhe und jetzt schreibe ich das, damit alle anderen darüber Bescheid wissen. Und wie passierte das? Wie ist der Werdegang dahin gegangen zu diesen Büchern? Das hat sich einfach gefügt. Also ich habe meine erste Ausbildung bei Paul Grilly gemacht, meinem Yin-Yoga-Lehrer. Und das war so wertvolles Wissen, dass ich mir ganz viel mitgeschrieben habe in dieser Ausbildung. Und auch als ich dann wieder zu Hause war, es hat dazu so nachgewirkt. Und ich habe alles niedergeschrieben. Und dann saß ich später da vor meinem Skript und habe gedacht, das ist eigentlich ein Buch.
Und das war gar nicht meine Absicht. Ich wollte nur dieses Wissen nicht wieder verlieren. Und dann dachte ich, ja, das ist so ein wertvolles Wissen, das möchte ich gerne teilen. Und dann habe ich es an ein paar Verlage geschickt. Und manche haben gesagt, Yin-Yoga, nie gehört. Nee, das wird sich nicht lohnen, da werden wir keine Abnehmer für finden. Und ein Verlag hat aber gesagt, doch, das ist was Neues, das probieren wir jetzt einfach mal aus. Und dann ist das durch die Decke gegangen und ganz viele Menschen haben das Buch gekauft und ja, es ist zum Klassiker geworden. Ja, und danach sind dann viele weitere Yin-Yoga-Bücher gefolgt, aber das waren die Verlage, die mir erstmal keine Chance gegeben haben. Und das hat sich dann so weiterentwickelt. Und dann kam wieder neues Wissen dazu, das wollte ich dann auch niederschreiben. Und also es lag gar nicht wirklich in meiner Absicht, es hat sich einfach so gefühlt. Es war einfach diese Stimme, die gesagt hat, du musst es jetzt niederschreiben. Und ja, dann dieser Verlag, der gesagt hat, ja, das machen wir. Ja, du hast es gerade selbst auch angesprochen, Yin-Yoga. Also ich muss ehrlich sagen, ich hatte den Begriff Yoga im Kopf. Für mich gab es da gar kein Yang und Yin-Yoga. Und für die Zuschauer, die uns jetzt folgen, würde ich dich gerne einladen, beschreib doch mal, was ist denn überhaupt der Unterschied zwischen diesen beiden Arten? Wo sind die Gemeinsamkeiten oder was ist das Ziel dahinter? Wieso nimmt man da Yin und Yang? Was macht das für einen Sinn? Ja, es sind die beiden Gegenpole, die wir auch in unserem Alltag haben. Also wahrscheinlich hat jeder schon mal dieses schöne Zeichen von Yin und Yang gesehen, die schwarze Hälfte mit dem weißen Punkt und die weiße Hälfte mit dem schwarzen Punkt. Das heißt, in jedem Yin ist etwas Yang und in jedem Yang ist etwas Yin. Aber letztendlich wollen wir in die Mittellinie. Ja, da haben wir so eine schön geschwungene Mittellinie in diesem Zeichen. Und das bedeutet, wir brauchen immer beides in unserem Leben. Wir brauchen Yin und Yang. Und das, was ich gerade erzählt habe mit meiner Kampfsportpraxis, das war halt ganz viel Yang. Ja, Yang ist Aktivität, das ist Muskelkraft. Und Yin ist dann zum Beispiel Passivität und setzt den Fokus auf die Faszien. Ja, so das ist der Gegenspieler, sag ich mal, zu den Muskeln. Und das war auch der Grund für meine Schmerzen. Ich war muskulär so im Ungleichgewicht. Also ich habe ganz viel für meine Muskulatur getan, aber sehr wenig für meine Faszien. Und dadurch kam es zu diesem Ungleichgewicht im Körper. Und als ich dann durch die Yin-Yoga-Praxis mehr den Fokus auf die Faszien gelegt habe, durch diese lang gehaltenen passiven Dehnungen, ja, da hält man 3 bis 5 Minuten oder auch länger oder kürzer, je nachdem, aber das ist so der Durchschnitt. Und da passiert was ganz anderes im Körper, als wenn ich immer nur muskulär trainiere. Und wir brauchen beides im Körper. Es wäre falsch zu sagen, du brauchst nur Yin, oder es wäre falsch zu sagen, du brauchst nur Yang. Wir brauchen die Kombination aus beidem. Ja, und das war bei mir ganz klar dieses Zeichen durch die Schmerzfreiheit, die ich dann erlangt habe, weil ich nicht gesehen habe, dass ich so in diesem Yang-Überschuss war. Und Yang ist nicht nur Sport, sondern auch das, was wir im Umfeld haben. Also ich glaube, wir sind gerade in einem Yang-Überschuss in unserer Welt. Also so gut wie jeder ist verbunden durch Internet. Die meisten Menschen haben ein Handy und das macht uns auch ganz viel Stress. Wir sind ständig erreichbar und das ist auch wieder so eine Yang-Qualität. Ja, und dieses nach innen schauen, in die Stille gehen, das kennen viele gar nicht mehr oder die haben auch inzwischen Angst davor bekommen. Also auch auf der Ebene brauchen wir Yin und Yang. Ja, so das kann man allumfassend sehen. Und in der Yoga-Praxis meint das eben dieses stille Verweilen in den Positionen, sich passiv einsinken lassen, mal schauen, was passiert, wie weit öffnet sich der Körper, was kommt dadurch an die Oberfläche, die Meridiane werden stimuliert, dadurch werden die Energiebahnen im Körper nochmal harmonisiert, also da passiert ganz viel Tiefgreifendes, es sind also nicht nur Körperübungen. Jetzt stelle ich mir das vor, du hast ja auch jahrelang Yang-Yoga praktiziert und jetzt mittlerweile Yin-Yoga. Kann es sein, also ich bin jetzt nicht der Yoga-Spezialist, aber wenn jetzt ich Yoga eingebe in der Suchmaschine, dann habe ich meistens Yang-Yoga. Ist das so richtig? Ja, okay. Und wenn ich jetzt also Yang-Yoga habe, dann würde sich mir jetzt die Frage stellen, ist es dann nicht sinnvoll, beides zu integrieren, also Yang und Yin in einer Yoga-Session, anstatt nur Yin oder nur Yang? Das wäre definitiv sinnvoll. Oder man könnte es auch im Wechsel machen. Man sagt, eine Woche unterrichte ich Yang-Yoga, eine Woche unterrichte ich Yin-Yoga oder praktiziere das. Oder aber in einer Stunde. Also so habe ich selber die letzten Jahre in meinem Studio unterrichtet. Ich habe früher halt nur Yang-Kurse unterrichtet und habe mich dadurch auch selber körperlich ausgebrannt.
Und als ich das erkannt habe, habe ich gesagt, das kann ich nicht mehr, ich möchte das nicht mehr, mir ist es wichtig, authentisch zu sein. Und wenn ich mich hier ausbrenne mit nur Young-Yoga-Praxis, dann möchte ich das nicht so an meine Teilnehmer weitergeben. Und habe dann irgendwann gesagt, ich habe was Neues kennengelernt, das nennt sich Yin-Yoga, und das möchte ich jetzt gerne beides integrieren in die Stunden. Und es ist super gut angekommen. Die Leute waren wirklich ganz dankbar und glücklich dafür. Ja. Ist es denn so, dass viele Yoga-Ausbilder, die jetzt Yang-Yoga machen, dann zu dir finden, um sich weiterzubilden und auch den Yin-Aspekt zu integrieren? Ja, genau. Also die haben dann häufig einen ähnlichen Weg wie ich hinter mir, dass sie einige Jahre Yang-Yoga praktiziert haben und sagen dann, das ist es nicht, irgendwas fehlt noch, oder manche werden auch einfach älter und können dann nicht mehr so praktizieren, wie sie das wollten. Und das sind meistens die, die schon länger mit dabei sind. Es kommen selten ganz junge Menschen als erstes zum Yin-Yoga. Also da sind wir auch in unserer Lebensphase noch im Yang. Das ist auch vollkommen richtig, dass wir da diese Yang-Aktivitäten haben. Aber man merkt so ab Mitte 30, 40, dass da ein anderes Bedürfnis auch auf einmal aufkommt. Und das sind dann häufig die Menschen, die ihren Weg zum Yin-Yoga finden. Jetzt stelle ich mir als Laie die Frage, wenn ich die Energie in den Fluss bringen möchte durch Yin-Yoga, gibt es dann immer eine vollständige einen Ablauf, eine Reihenfolge, die ich praktiziere, damit die Energie wirklich durchläuft? Oder kann ich tatsächlich, wenn ich jetzt Nierenschmerzen habe, nur Nierenmeridiane stärken und mir irgendwie separat die Themen raussuchen? Was empfiehlst du und wie ist es denn ideal? Also ideal wäre es natürlich, wenn du jeden Tag die Zeit hättest, eine schöne Sequenz zu machen. Aber ich glaube, das ist unrealistisch. Die Zeit können sich die wenigsten nehmen. Und dann kann man auch sagen, ich schaue einfach, wie viel Zeit ich habe. Und wenn ich jetzt nur eine Viertelstunde habe, dann könnte ich zum Beispiel 3 oder 4 Übungen machen für diesen Funktionskreislauf, würde man sagen. Also wenn du jetzt die Niere ansprichst, die gehört zusammen mit der Blase. Also Niere, Blase bildet einen Funktionskreis. Das ist dann das Wasserelement. Die Niere steht für Yin und die Blase für Yang. Und dann würde man schauen, wo laufen denn der Nieren- und der Blasenmeridian im Körper entlang. Und dann kann man sich dafür entsprechende Übungen raussuchen, um hier den Fluss in den Meridianen entsprechend zu harmonisieren. In deinen Übungen habe ich gesehen, oder es schien mir so, dass du meist in der rechten Körperhälfte beginnst. Ist das so eine Voraussetzung? Ist das notwendig, dass ich rechts beginne, die Dehnung zu vollziehen? Das ist mein Ansatz. Also da gibt es verschiedene Ansätze. Man könnte sagen, fang mit deiner starken Seite an, damit die starke Seite noch mehr Energie kriegt. Und wenn du die Seite wechselst, dann soll dieser Überschuss an Energie zur schwachen Seite gehen und sich das somit ausgleichen. Das kann man für die eigene Praxis sehr schön machen, aber ich fand das im Kurs schwer umsetzbar, weil die Teilnehmer oft nicht wussten, was ist denn eigentlich meine starke Seite, was ist die schwache Seite, und ich komme hier durcheinander. Und deshalb habe ich das so gemacht, dass ich zuerst immer die rechte Seite aufdehne, auch auf der organischen Ebene, weil wir rechts die Leber sitzen haben. Und die Leber nennt man in der TCM, in der traditionellen chinesischen Medizin, den General der Organe. Das heißt, dem General muss es auch gut gehen, damit er seine Befehle weitergeben kann. Man kennt das auch aus der Akupunktur. Die Leber wird ganz häufig mitgenadelt. Und deshalb möchte ich organisch die Leber hier schon mal zuerst aufdehnen und komme dann erst zur anderen Seite. Also zum einen ist es die Leber und zum anderen auch noch der aufsteigende Dickdarm, der geht rechts nach oben und links ist der absteigende Dickdarm. Und da möchte ich natürlich auch energetisch so anfangen, dass ich zuerst den aufsteigenden Dickdarm vor dem absteigenden aktiviere. Was ist denn jetzt? Entschuldigung, ist nicht in Stein gemeißelt. Also wenn jemand sagt, nee, ich möchte mit der linken Seite anfangen, ist das auch vollkommen okay. Also einfach auf die Intuition, auf die innere Stimme hören. Ja, was sind denn die Unterschiede für die, die beginnen und die, die das schon lange praktizieren? Im Yin-Yoga. Also meistens nehme ich mich ja als meinen inneren Mentor und muss auf die innere Stimme hören und die Selbstverantwortung steigern. Aber wenn jetzt uns Zuschauer folgen, die davon auch noch nichts gehört haben und sagen, Yin-Yoga muss ich erstmal googeln, wer ist denn die Stefanie Arendt überhaupt und was kann ich denn da machen? Das ist ja so der Beginner. Und die, die vielleicht schon lange bei dir sind, das sind die ganz viel die Erfahrungen haben, die auch schon ja vielleicht auf Körper, Geist, Seelenebene auch
Effekte gespürt haben in ihrem eigenen Leben, wo würdest denn du jetzt da beschreiben, was sind die Unterschiede? Muss ich unterschiedlich anfangen oder spielt das keine Rolle? Bei Beginner und bei Fortgeschrittenen kann ich überall einsteigen. Was ist jetzt wichtig? Ja, einsteigen kann wirklich jeder. Einen ganz großen Unterschied macht unsere persönliche Anatomie aus. Ja, wir haben alle einen unterschiedlichen Knochenbau und es kann sein, dass jemand zum ersten Mal in die Yogastunde kommt und setzt sich direkt in den Lotussitz. Ja, das gesehen beim Vera, auch so, das kann ich auch. Ja, weil er oder sie den Knochenbau auch dazu hat. Und es kann sein, dass jemand anderes das schon 10 Jahre macht und sagt, ich schaff's immer noch nicht. Ja, auch hier ist ganz häufig der Knochenbau die Ursache. Und das hat ganz viel zu tun auch mit unserem inneren Yoga-Lehrer, den betone ich immer wieder, dass der wichtiger ist als jeder Lehrer im Außen. Denn der Lehrer im Außen weiß nicht, was du spürst. Deshalb ist es so wichtig, sich mit diesem inneren Yoga-Lehrer zu verbinden und zu schauen, tut mir das gut, fühlt sich das gut und richtig an oder sollte ich die Übung verändern? Ja, und da hat man halt Möglichkeiten, die Hilfsmittel einzusetzen. Im Yoga oder im Yin-Yoga arbeitet man ganz viel mit Hilfsmitteln, mit dicken Kissen, mit Blöcken. Und wenn der Körper das eben noch nicht so zulässt, weil er zum Beispiel auch verkürzt ist, verspannt ist, ja, es muss jetzt nicht nur der Knochenbau sein, es können wirklich auch die Verspannungen sein, dann nehme ich mir einfach auch mehr Hilfsmittel dazu. Und dann merke ich vielleicht irgendwann, das lässt jetzt langsam nach, ich werde geschmeidiger, dann kann ich wieder ein Hilfsmittel weglegen. Wobei das nicht wichtig ist. Also es ist nicht das Ziel, dass es irgendwann aussieht wie beim Lehrer oder bei dem super flexiblen Nachbarn auf der Matte, sondern einfach so zu praktizieren, wie es dem eigenen Körper gut tut. Ja, weil dann auch die Energie in den Meridianen am besten fließt. Und die Haltezeit der Übung, das macht auch nochmal einen Unterschied. Anfänger, die machen das eher so 3 Minuten. Wenn man fortgeschrittener ist, dann kann man das auf 5 Minuten halten oder sogar noch länger. Da hat man ganz viele Optionen. Also man sagt jetzt nicht wirklich, das ist ein Anfängerkurs, das ist ein fortgeschrittener Kurs. Jeder braucht da seine Abwandlungen, seine eigenen Varianten. Also von daher finde ich das so wunderbar undogmatisch, diese Praxis. Man kann es wirklich für jeden anpassen. Ja, das stimmt. Das hört sich sehr einfach an. Und es scheint mir jetzt auch so, als wäre Yin-Yoga etwas für die, die schon Bewusstsein entwickeln, also die auch nach innen gehen können und auch die Geduld und Ruhe aufbringen, ja, den Stimmen zu lauschen, was mir der Körper sagt oder auch diese Informationen über die geistige und seelische Ebene. Sind die Anfänger denn, um die Frage nochmal zu konkretisieren, auch schon so bewusst in diesem Prozess, wie die, die fortgeschritten sind, in dem Wahrnehmen, in dem Fühlen, in der Selbstverantwortung mit mir? Das kann durchaus sehr unbequem werden für Anfänger. Also wenn jemand zum Beispiel sagt, ich möchte jetzt gerne meditieren und setzt sich hin und sagt, oh, das sind so viele Gedanken, ich komme jetzt überhaupt nicht in die Ruhe, dann kann Yin-Yoga sehr hilfreich sein, um über den Körper in die Meditation zu kommen. Dass man da vielleicht auch merkt, das fällt mir leichter. Ich spüre hier meine Dehnung, ich kann mich über den Körper verbinden und so bewusst sein in dem Moment. Aber wenn ich 3, 4, 5 Minuten in einer Position bleibe, dann kann das natürlich auch sein, dass da Dinge an die Oberfläche kommen, wo jemand dann ganz unruhig wird und zappelig wird und dass Dinge sich gerade vielleicht auch zeigen möchten, wo man überrascht wird, dass man denkt, oh, da habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet, dass das über den Körper auch hochkommt. Ja, wir haben auch ein Gewebegedächtnis im Körper und wenn wir das in die Dehnung bringen, dann kann da auf einmal etwas nach oben kommen, was natürlich auch unbequem sein kann. Ich glaube, das ist immer auch ein Schritt in die Heilung, dass man sich diese Themen dadurch auch anschauen kann. Und wenn man da fortgeschrittener ist, dann kann man das wahrscheinlich auch besser aushalten. Dass man sagt, okay, das nehme ich jetzt wirklich an als Geschenk und ich heiße das willkommen und ich setze mich jetzt liebevoll mit dem auseinander, was ich da jetzt gerade zeigen möchte. Mhm. Aber da muss man sich ja dann auch nicht durchzwingen. Man kann ja auch sagen, okay, 3 Minuten reichen mir jetzt. Ich habe jetzt genug gespürt und ich komme jetzt wieder raus aus der Übung. Ja, da muss ich nicht auf die Zähne beißen und sagen, nee, noch 2 Minuten mehr. Also ganz im Gegenteil, es geht wirklich darum, liebevoll und respektvoll mit sich selbst umzugehen in dieser Praxis. Ja, hast du aus deiner Erfahrung oder aus deiner praktischen Erfahrung schon Fälle gehabt, wo es Dehnungen gab und in den Faszien die gespeicherten emotionalen Felder hochkamen, wo, sagen wir mal, die Teilnehmer gar nicht wussten, damit umzugehen? Also ich will jetzt auch darauf hinauskommen,
Ist das denn auch mit einer Gefahr verbunden, wenn ich jetzt Yoga zu Hause praktiziere, Yin-Yoga, und ich dehne, da kommen dann Themen hoch und ich bin denen gar nicht gewappnet. Also ich weiß gar nicht, dann überrollt mich die Angst, wenn ich Niere und Blase zum Beispiel aktiviere, die ja mit, aus meinem Verständnis her, mit dem Thema Angst verknüpft sind. Und dann kommen diese Ängste und ich kann die gar nicht alleine handeln. Also ist sowas schon vorgekommen? Und wenn ja, was mache ich denn dann? Ja, also das kann definitiv vorkommen. Ich habe in meinen Yin-Kursen sehr viel mehr Tränen gesehen als in meinen Yang-Kursen. Wenn dann die Praktizierenden so in ihren Übungen sind und sind für sich und dann dürfen auf einmal Tränchen kullern, das habe ich im Yin sehr viel häufiger erlebt als im Yang. Das sind für mich auch immer wieder Schritte auf dem Weg in die Heilung, damit Dinge in uns anerkannt werden, damit sie gesehen werden können und akzeptiert werden können. Denn auch über die Akzeptanz kann ich dann auch lernen, loszulassen. Und bei den Menschen, die zum Beispiel traumatisiert sind, würde ich dazu raten, dass sie es definitiv mit einem Lehrer machen. Ja, dass da auch jemand ist, der sie auffangen kann, falls es da zu möglichen Triggern kommt, falls es zu einer Retraumatisierung kommt. Das passiert sehr selten, aber es ist möglich, wenn man es zum Beispiel übertreibt und nicht auf die Zeichen des Körpers hört, wenn ich jetzt das Gefühl habe, oh, ich möchte jetzt lieber rauskommen und ich bleibe dann trotzdem noch drin, oder ein Lehrer meint es zu gut und drückt nochmal nach, das darf natürlich auch nicht passieren, dann sollte man definitiv auch mit einem Lehrer zusammenarbeiten. Und auch Yoga-Lehrer dürfen sich da nicht überschätzen. Also wenn es zum Beispiel ums Thema Trauma geht, dass man dann auch sagt, ich bin kein Traumatherapeut, da brauchst du auch noch weitere Hilfe. Ja, da macht es vielleicht auch Sinn, im Netzwerk zusammenzuarbeiten, wenn tatsächlich so etwas mal an die Oberfläche kommt, dass man dann Empfehlungen aussprechen kann, wo man sich hinwendet, um diese Thematik auch zu bearbeiten. Weil das Wegdrücken nutzt uns ja auch nicht, wieder runterzudrücken, um nicht dem Thema sich zu widmen. Also da vielleicht tatsächlich auch sich Netzwerke organisieren, wäre jetzt eigentlich ein schöner Gedanke. Ja, definitiv. Also das Verdrängen, das funktioniert eine Zeit lang. Das, ich dränge es jetzt weg, da bin ich jetzt gerade nicht so bereit, aber es kommt natürlich wieder. Ja, meistens in Situationen, wo wir nicht damit rechnen oder wo es uns gar nicht passt. Mein Lehrer Paul, der hat da ein sehr schönes Beispiel, der sagt, stell dir einen Wasserball vor. Das haben wir wahrscheinlich alle schon mal ausprobiert. Du hast einen Wasserball und drückst ihn nach unten. Und je mehr du den nach unten drückst, desto mehr Druck baut sich auf. Und wenn du den dann loslässt, dann schießt er nach oben. Ja, und so kann es halt mit unseren Emotionen auch sein. Wenn ich, je tiefer ich das wegdrücke, desto mehr Kraft hat das, um an die Oberfläche zu schießen. Ja, ich bin jetzt ganz gespannt. Erzähl doch vielleicht mal ein, zwei Beispiele aus deiner Praxis. Was konnte denn mit Yin-Yoga schon gelöst werden? Also du hast ja vorhin von deinen Rückenschmerzen berichtet. Was sind denn noch für Krankheitssymptome in deiner praktischen Umsetzung gewesen, die sich dann durch Yin-Yoga aufgelöst haben? Das ist eigentlich endlos, wenn man wieder denkt, wie hängt denn hier alles miteinander zusammen? Also in meinem Buch Gesund durch Yin-Yoga habe ich ganz viele Sequenzen drin für bestimmte Beschwerdebilder, für Krankheitsbilder. Und da habe ich mich auch abgesprochen mit einer Ärztin für traditionelle chinesische Medizin. Die haben da nochmal einen ganz anderen Blick drauf als die westliche Schulmedizin. Und da sagt man dann zum Beispiel, okay, bei Kopfschmerzen muss man denken an den Gallenblasenmeridian, muss man denken an den Blasenmeridian und verschiedene Dinge, die man da einfach beachten muss. Und wenn die Energie in den Meridian wieder in Fluss kommt, dann kann es sein, dass sich das Beschwerdebild auflöst oder dass es zumindest gemildert wird. Und das gilt natürlich auch auf der emotionalen Ebene. Also Yin-Yoga war aus meiner persönlichen Erfahrung zum Beispiel ein Anker, als ich um meinen Vater getrauert habe. Das war für mich ein ganz traumatisches Erlebnis, weil er einen Sekundentod hatte. Da hat keiner mit gerechnet, keiner konnte sich verabschieden. Und das, also mein Körper ist wie steif geworden. Und da war Yin-Yoga auch ein Anker für mich, diese Trauer zu verarbeiten, dass ich da die Emotionen auch in der Tiefe spüren konnte, die sich im Körper wie eingefroren manifestiert haben. Also das wirkt auf ganz vielen Ebenen. Wie hast du das denn konkret gemacht? Also wenn ich bei dem Beispiel mal bleiben kann, weil das ist immer so schön praktisch, wenn du die Trauer fühlst und der Körper steif wird, welche Übungen hast du denn dann ganz speziell oder genutzt oder welche Meridiane gedehnt?
Ja, also bei der Trauer ist es besonders der Lungenmeridian. Der Lungenmeridian, der läuft hier an der Innenseite des Arms entlang. Und da macht man dann Übungen, wo die Innenseiten der Arme auch gedehnt werden. Ich habe es aber auch bei mir gemerkt, dass ich hier im Nackenbereich ganz steif geworden bin, wie so diese Schutzhaltung. Ne? Ich habe mein Herz zugemacht und ich möchte nicht noch mehr Schmerz jetzt gerade erfahren. Und dann bin ich auch in Vorbeugen gegangen, wo dieser ganze Bereich wieder gedehnt worden ist und habe dann gemerkt, wie das langsam wieder weicher wurde. Ja, und wie dann natürlich auch diese traumatischen Erfahrungen nochmal gespürt worden sind. Ja, so die Nachricht, als ich die bekommen habe, das war alles wieder so präsent, aber durfte dann auch über den Körper wieder in die Heilung gehen. Ja, schön. Du hast dein Buch angesprochen oder deine Bücher. Wie kann ich mir denn den Aufbau vorstellen? Also wenn ich jetzt interessiert bin, mich mit Yin-Yoga auseinanderzusetzen, dann kann ich natürlich auf deinen YouTube-Kanal gehen. Du hast ganz viele tolle Anleitungsvideos produziert, wo ich das ausprobieren kann. In deinen Büchern hast du jetzt so angedeutet oder ich habe so verstanden, dass du auch nach Beschwerdebildern sagst, welche Übungen notwendig sind oder welche man empfiehlt. Was ist noch alles Wertschätzendes enthalten? Mach ein bisschen jetzt einfach mal Präsenzwerbung für die Inhalte deiner Bücher. Ja, gerne, danke schön. Ich habe verschiedene Bücher. Das Basis-Standardwerk, von dem ich gerade gesprochen habe, was das erste am Markt war, das ist so zum Reinschnuppern gedacht, dass man ein bisschen Basiswissen hat. Und dann habe ich ein Buch, das legt mehr den Fokus auf die Faszien, dass man da auch noch praktische Übungen hat, wie man auch mit Bällen noch zusätzlich arbeiten kann. Dann habe ich ein Detox-Buch, da ist auch nochmal der Fokus mit auf der Ernährung. Und das Gesund durch Yin-Yoga, das ist eben das, wo die ganzen Beschwerdebilder drin sind. Und ja, das ist wahrscheinlich das Umfassendste von den Büchern. Ja, wenn ich jetzt irgendein Beschwerdebild habe, wie könnte ich denn vorgehen? Was könnte ich denn zuerst herausfinden? Also wenn ich sage, ich habe jetzt Rückenschmerzen, bleiben wir mal, das ist ja auch eine Volkskrankheit, Rückenschmerzen. Woran erkenne ich, was für ein Organ oder ein Meridian gestärkt werden darf, wenn ich jetzt kein TCM-Arzt bin? Wie könnte ich denn vorgehen? Ja, also wenn man, ich habe hier mal gerade mal mein Buch mit dazu genommen, wo das dann auch erklärt wird, dass man so erkennen kann. Hier ist jetzt zum Beispiel das Thema Nackenschmerzen. Und da wird ein bisschen was dann aus der westlichen und östlichen Sicht zu beschrieben. Hier findet man dann die einzelnen Übungen. Auch Reflexionsfragen finde ich auch ganz wichtig. Ja, was sitzt mir denn zum Beispiel im Nacken? Und dass ich auch über den Weg versuche herauszufinden, was hier betroffen ist. Ganz grob gesagt kann man sagen, welcher Meridian läuft denn an der Körperstelle auch entlang, wo es dir wehtut. Ja, dass man sich zum Beispiel Meridiankarten anschaut, und die sind auch in den Büchern mit drin. Ah, das hier ist der und der Meridian, also den muss ich jetzt hier auch mit in die Dehnung bringen. Ja, aber ganz sicher ist es auch hilfreich, mit einem Therapeuten zu arbeiten, der nochmal individuell schaut. Ja, so TCM-Therapeuten, die machen großartige Arbeit, die schauen dir in die Augen, die schauen sich die Zunge an, deine Gesichtsfarbe, die messen den Puls. Und so machen die sich dann ein Gesamtbild von deinem individuellen Zustand. Also das macht auf jeden Fall Sinn, sowas auch mal in Betracht zu ziehen, gerade wenn man zum Beispiel eine Geschichte hat, wo man keine Lösung findet, wo es einfach chronisch wird, ja, weil die dann einfach noch einen anderen Blick darauf haben als in der westlichen Schulmedizin. Ja, und jetzt bleibe ich mal dennoch bei den Zuschauern, die jetzt nicht unbedingt in ihrer Nähe einen TCM-Arzt zur Verfügung haben. Wenn ich also dieses Buch zur Hand nehme, dann habe ich die Möglichkeit, jetzt habe ich eben ganz viel Kopfschmerzen. Dann sagtest du vorhin, das hat was mit der Gallenblase zu tun. Die Gallenblase steht wofür? Wut oder was ist da noch dahinter geordnet? Emotionen, steht das dann auch mit drin? Wie komme ich dann auf die Thematiken, die mich in meinem Leben denn betreffen könnten? Auf wen ich denn welche Emotionen habe oder projiziere? Ja, die Wut steht für die Leber und die ist gepaart mit der Gallenblase. Und die Gallenblase steht so für das Thema Unschlüssigkeit. Ja, das sind so die Menschen, die sagen, ach, ich weiß nicht, was meinst du denn? Was würdest du denn an meiner Stelle machen? Ich weiß gar nicht, wie ich entscheiden soll. Ja, das sind so die Gallenblasentypen. Und der Gallenblasenmeridian, der läuft halt hier auch seitlich am Kopf entlang. Und wenn es so ein seitlicher Kopfschmerz ist, dann ist es halt häufig der Gallenblasenmeridian. Ist der Kopfschmerz mehr oben, dann ist es eher der Blasenmeridian.
Da sind in meinen Büchern auch Tabellen, wie man das zuordnen kann, emotional, aber findet man ganz bestimmt auch im Internet Tabellen, wenn man das mal nachschaut, die Funktionskreise und die Emotionen, was so dahinter steckt. Da gibt es auch ganz, ganz tolle Literatur dazu. Okay, dann habe ich jetzt seitlichen Kopfschmerz, weiß, Gallenblase, ich bin unentschieden, unentschlossen, wankelmütig. Und dann kann ich mir die Übung zur Hand nehmen und mich in der Art deiner Beschreibung dehnen, 2-3 Minuten in der Öffnung bleiben, damit die Faszien weich werden, so verstehe ich das, damit dieses Thema hochkommt und ich es spüren kann. Verstehe ich das so richtig? Ja, das ist jetzt ganz vereinfacht, das auch so dargestellt, aber der Meridian wird dann gedehnt und dadurch kann die Energie hier wieder besser fließen. Und natürlich kann man dann das Ganze auch mit Akupunktur unterstützen, wo man einzelne Punkte nochmal nadelt, um bestimmte Themen noch mehr an die Oberfläche zu bekommen. Aber so habe ich eine flächige Dehnung des Meridians und dadurch kann eben auch ein harmonisierender Effekt eintreten. Also habe ich die Möglichkeit, mit Yin-Yoga eher so auch auf der geistigen Ebene zu arbeiten, über den Körper. Verstehe ich das so? Definitiv. Also du wirst ja, auf nette Art und Weise mit dir allein gelassen und das ist eine Einladung an dich, jetzt mal tiefer zu schauen, was dir denn da noch so begegnen möchte. Also was deine Seele dir über den Körper vielleicht auch alles signalisieren möchte. Wenn uns Zuschauer zuschauen, die jetzt bisher Yang-Yoga praktizieren und sich noch nicht so sicher und schlüssig sind, vielleicht wegen der Gallenblase, wie können Sie denn jetzt herausfinden, ob Yin-Yoga für Sie geeignet ist? Denn weiß ich denn immer, ob ich Yang-Überschuss habe oder Yin-Überschuss? Also oft tendieren wir dahin, das noch mehr zu machen, wovon wir sowieso schon Überschuss haben. Ja, also da war ich nicht anders. Mich hat es dann auch zum Power-Yoga gezogen und zum Vinyasa-Yoga gezogen, also sehr aktive Stile. Das hatte ich ja sowieso schon so sehr in mir. Und das kann sein, dass es uns genau in die andere Richtung zieht. Und da ist es halt ganz gut, einfach mal zu sagen, ich probiere jetzt mal das Gegenteil aus. Vielleicht gefällt es mir ja doch ganz gut. Und als Lehrer kann man die Teilnehmer halt auch unterstützen und sagen, na, so wichtig von deiner Persönlichkeit gerade einschätze, vielleicht gehst du mal zum Yin-Yoga. Ja, oder die Leute, die so gar nicht in die Gänge kommen, die wirklich sehr tiefenentspannt sind, dass man denen dann vielleicht auch mal sagt, versuch doch mal Yang-Yoga. Ich glaube, das wäre für dich gerade die bessere Variante. Also beides einfach mal ausprobieren und das ist ja auch abhängig von Lebensphasen. Also wenn ich jetzt gerade in so einem Erschöpfungszustand bin, das ist in der Regel ein Yang-Überschuss, dann brauche ich ganz sicher mehr Yin in meinem Leben. Bin ich jetzt in einer ganz ruhigen Phase in meinem Leben, dann kann es sein, dass ich einfach mehr Aktivität jetzt gerade wieder brauche, also mehr Yang. Das ist immer ein Wandel. Ja, Frühjahr und Sommer gehört mehr zu Yang und Herbst und Winter gehört mehr zu Yin. Und da muss man immer wieder nach innen spüren und schauen, was ist gerade dran. Ja, das scheint mir jetzt schon wieder so vom Impuls her, dass die Yoga-Lehrer, die vielleicht jetzt Yang-orientiert sind, sich auf deiner Seite, du machst ja auch Ausbildungen, so wie ich das weiß, vielleicht mal orientieren können. Ist aus meiner Laiensicht, finde ich schön, wenn man tatsächlich einen Yoga-Ansprechpartner hat, der mir selbst dann sagen kann, okay, ich in der Rückkopplung nach meiner Frage natürlich, würde dir jetzt das Yin mehr empfehlen, weil du gerade in deiner Lebensphase das jetzt benötigst. Und ich dann nicht nur einseitig Yang-Yoga, weil das gibt's eben überall, praktizieren muss, sondern wenn ich als Yoga-Lehrer, Trainer tatsächlich beide Varianten anbieten kann, um individuell auf die Bedürfnisse der Teilnehmer einzugehen. Also das empfinde ich jetzt gerade, es wäre ein toller Gewinn. Jetzt kannst du ja vielleicht noch kurz was dazu sagen. Also du machst Ausbildungen im Moment ja auch überwiegend online. Ist das denn genauso effizient wie vor Ort? Ja, da bin ich ganz positiv von überrascht. Also ich war am Anfang auch eher skeptisch, würde das funktionieren. Aber dadurch, dass man ja auch tolle Möglichkeiten hat, ich kann alle Teilnehmer sehen, auch wenn sie praktizieren, sie können mir Fragen stellen, ist es im Endeffekt gar nicht so ein Riesenunterschied, als ob ich mit allen im Raum wäre. Also das funktioniert auf beiden Wegen sehr gut. Dafür bin ich auch gerade richtig, richtig dankbar. Mal in Bezug auf diese Entwicklung zum Thema Bewusstsein, weil das Interviewformat behandelt ja das Thema Bewusstsein.
Wie schätzt du denn künftig die Entwicklung vom Yoga ein? Also wenn wir uns dessen immer bewusster werden, wenn wir, sagen wir mal, auch weltweit gesprochen, mehr Bewusstsein entwickeln, in welche Richtung geht denn das mit dem Yoga? Also ich glaube, das wird sich mehr und mehr ausbreiten. Als das in den Westen kam, haben viele gedacht, naja, das ist jetzt mal wieder eine kurze Welle und dann wird es vorbei sein. Aber das hat sich nicht bewahrheitet. Es ist immer größer geworden, immer mehr Menschen praktizieren das. Und ich kenne auch nur wenige, die damit aufhören. Also wenn man sich einmal auf den Weg des Yoga begeben hat, das sind ja nicht nur die Körperübungen, das wird ja, kann ja eine ganze Lebenseinstellung sein, dass man ja, wie auf der spirituellen Reise einfach nicht mehr zurückgeht, sondern den Weg weitergeht. Und ich glaube, dass immer mehr Menschen durch die Bewusstseinserweiterung auch diesen Weg gehen werden. Das muss nicht zwingend der Yoga-Kurs sein. Also Yoga ist eigentlich alles im Leben. Ja, je nachdem, wie ich das betrachte. Yoga ist ja die Einheit. Okay. Da du dich mit Ernährung auch noch beschäftigst, inwiefern hängt denn das zusammen mit dem Thema der Körperübung und Dehnung und den Faszien? Ist das nur unterstützend und begleitend oder ist das ein sehr wichtiger Aspekt? Also in meinen Augen ist das ein ganz wichtiger Aspekt. Also Ernährung kann mich krank machen, Ernährung kann mich auch gesund machen. Und auch hier habe ich bei meinen Teilnehmern beobachtet, wenn sie zum Beispiel in die Yogakurse gekommen sind, dass das Bewusstsein immer feiner geworden ist und dass sie gesagt haben, jetzt möchte ich auch was an meiner Ernährung verändern. Ich habe das Gefühl, das, was ich jetzt im Moment esse, tut mir nicht gut. Und das beeinflusst unsere Gesundheit, das beeinflusst auch unsere Emotionen, wie ich finde, dass wir da über die Ernährung ganz viel steuern können. Alles bedingt sich scheinbar miteinander. Und da ist es immer toll, wenn wir professionelle Coaches, Trainer finden, Lehrer, auch wie dich, die uns da Impulse geben können. Stefanie, vielleicht abschließend mal noch so zusammenfassen. Was ist dir wichtig? Was möchtest du den Zuschauern noch mitteilen zum Thema Yin-Yoga? Abschließende Tipps oder Botschaften? Was mir wichtig ist, ist, dass man sich anfreundet mit der Stille. Dass wir versuchen, unseren Yang-Überschuss, den wir im Alltag häufig haben, auszugleichen durch Stille. Das kannst du wunderbar durch Yin-Yoga-Übungen machen. Aber wenn du sagst, nö, das ist irgendwie gar nicht so mein Thema, Stille an sich ist schon eine Yin-Qualität. Dass du mindestens einmal am Tag die Tür hinter dir zumachst, nimmst dir 5 Minuten, wenn du mehr Zeit hast, mehr Lust hast, dann gerne mehr, aber mindestens 5 Minuten dich mal hinsetzt oder in eine Übung kommst und einfach mal in die Stille gehst und schaust, was ich dir da zeigen möchte. Also ich glaube, das ist der beste Weg, um die Zeichen unserer Seele erkennen zu können, der Weg in die Stille. Und das würde ich jedem empfehlen, auch wenn es nur 5 Minuten am Tag sind, aber die können alles verändern. Dann muss ich jetzt provokatorisch sagen, das sagst du so leicht. Ich selbst weiß es auch. Ich mache ja Bewusstseinsmeditationen oder leite sie an. Und wenn dann jemand kommt und sagt, ich bekomme das Geplapper einfach nicht zur Ruhe, es hört nicht auf, wie soll ich denn da in die Stille kommen? Was hast du für einen Tipp? Wie geht das? Ja, also das Geplapper darf man sich ja auch erstmal anhören und anschauen. Vielleicht ist da ja auch was, was gerade gesehen werden oder gehört werden möchte. Ne? So, wenn es immer wieder das Gleiche ist, vielleicht ist da auch eine Nachricht dahinter, dass du dich mit dem Thema mal ein bisschen mehr befasst. Ansonsten gibt es auch eine ganz einfache Technik, die nennt sich das Labeln. Wenn ich zum Beispiel so viele Gedanken im Kopf habe, dass ich versuche, diesen Gedanken einen Namen zu geben. Ja, wenn ich dann zum Beispiel denke, ach, jetzt habe ich eigentlich gar nicht die Zeit, das zu machen, ich muss ja noch einkaufen gehen, dann ist das die Einkaufsliste. Ja, und dann kommt der nächste Gedanke, ach, ich habe eigentlich gar keine Lust hier zu sitzen, jetzt tut mein Knie auch schon weh. Ja, das ist dann der Knieschmerz oder die Ungeduld. Ja, dass das Ganze jeweils einen Namen bekommt und dadurch wird man merken, dass sich die Gedankenpausen mehr und mehr ausdehnen. Ja, das ist eine Technik, die für sehr viele Menschen wunderbar funktioniert. Ja, dann herzlichen Dank. Stefanie, wir könnten uns natürlich jetzt noch eingehend und noch tiefer zu diesem Thema Yin-Yoga unterhalten. Mein Sinn war es, die Zuschauer abzuholen, die auch noch nichts davon gehört hatten, so wie ich vorher. Yoga war für mich Yoga. Ich wurde jetzt durch dich eines Besseren belehrt. Du hast 7 Bücher auf dem Markt, du hast viele Videos. Wie kann man noch in Kontakt treten oder was kann die Zuschauer noch in Erfahrung bringen? Wenn du möchtest, nenn noch mal deine Webseite.
Ja, meine Website ist yinyoga.de, also beides mit Y, Yin und Yoga. Und da findet man ganz viel über mich oder auf meinem YouTube-Kanal, auch auf Social Media, Instagram, Facebook bin ich vertreten. Und ja, da würde ich mich freuen, wenn man sich da mal begegnet. Ja, dann herzlichen Dank für dieses Interview und ich wünsche dir alles Gute, viele tolle Online-Erfahrungen und bitte bleib gesund. Herzlichen Dank. Dankeschön, liebe Daniela. Vielen Dank, dass ich da sein durfte, auch für dich und die Zuschauer. Alles Liebe und ganz viel Gesundheit. Ja, herzlichen Dank und vielleicht mal bis bald. Ja. Tschüss. Schön, tschüss, Daniela. Wenn euch das Video gefallen hat, inspiriert hat, dann liked gern dieses. Abonniert unbedingt den Kanal Shinu-Zentrum, damit ihr beim nächsten Interview zum Thema Bewusstsein in jedem Fall informiert werdet. Und bis dahin eine wunderbare Zeit und alles Liebe euch. Tschüss!